Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Lasst uns einen Blick auf die aufregenden Energien der kommenden Woche für die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische werfen. Es gibt faszinierende Konstellationen und planetarische Einflüsse, die uns emotionales und spirituelles Wohlbefinden beeinflussen werden. Seid gespannt! Denn es stehen möglicherweise erfüllende Momente und positive Veränderungen bevor. Lasst uns also gemeinsam in die Sterne schauen und herausfinden, was die kommende Woche für jedes Sternzeichen bereithält. Liebe Krebse, es könnte endlich Zeit sein, Ihren Herzenswunsch zu erfüllen. In dieser Woche spielen verschiedene Planeten eine entscheidende Rolle für Sie. Positive Einflüsse kommen von Uranus, ab Dienstag auch von Venus, der Sonne, Jupiter, Neptun und Saturn. Allerdings sollten Sie beim Merkur vorsichtig sein, insbesondere bei größeren Geldausgaben, die unter diesem Aspekt unerfreuliche Folgen haben könnten. Lassen Sie sich stattdessen von Ihren Gefühlen leiten, denn Venus und Jupiter stehen Ihnen zur Seite. Vielleicht erfüllt sich sogar ein besonderer Herzenswunsch. Mein Tipp der Woche: Merkur steht im Widder und bildet ein Quadrat zu Ihrem Zeichen, was zu Verwirrung und Unaufmerksamkeit führen kann. Bleiben Sie fokussiert und beenden Sie begonnene Aufgaben. Ab Dienstag wird Venus in die Fische wechseln und Ihnen positive Energien bringen. Liebe Skorpione, Venus und eine Prise Zärtlichkeit stehen für Sie bereit. Diese Woche sind die Konstellationen Jupiter, Sonne, Saturn und Neptun für Sie in positiver Richtung wichtig, ab Dienstag auch Venus. Seien Sie jedoch vorsichtig bei Uranus, Pluto und Mars. Der Montag könnte mühsam beginnen, da Ihre Motivation von Mars beeinflusst wird. Doch ab Dienstag wird Venus Ihre Stimmung aufhellen und eine zärtliche Atmosphäre wird Ihren Alltag durchdringen. Dies ist eine gute Zeit, um die Verbundenheit mit Ihrem Partner zu spüren. Mein Tipp der Woche für Sie: Mit Venus im Fischezeichen wird Ihr Leben leidenschaftlicher. Achten Sie auf magische Verbindungen, die durch Sonne und Neptun begünstigt werden. Seien Sie besonders aufmerksam in dieser Woche. Liebe Fische, romantische Zeiten stehen bevor. In dieser Woche spielen Jupiter, ab Dienstag auch Venus, Sonne und Uranus eine wichtige Rolle. Seien Sie jedoch vorsichtig bei Neptun und Saturn, beide in der Konjunktion. Venus im eigenen Zeichen verspricht eine zauberhafte Phase mit romantischer Magie und verstärken Ihre Liebesbeziehungen. Aber das ist noch nicht alles. Auch Jupiter verspricht Chancen und Weiterbildung in verschiedenen Lebensbereichen. Mein Tipp der Woche für Sie: Mit dem Wechsel von Venus in Ihr Zeichen am Dienstag wird sich Ihr Leben aufregender gestalten. Lassen Sie sich von den kommenden Frühlingssonne inspirieren und strahlen Sie mit einem verliebten Lächeln. Ihnen stehen viele Möglichkeiten offen. Das war also unser Wochenhoroskop für die Wasserzeichen. Ich hoffe, diese Einblicke haben euch inspiriert und euch dabei geholfen, die kommenden Tage mit mehr Klarheit und positiver Energie anzugehen. Vergesst nicht, eure Erfahrungen in den Kommentaren zu teilen. Ich freue mich immer darauf, von euch zu hören. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit anderen. Bis bald und mögen die Sterne in dieser Woche euren Weg erhellen. Alles Liebe und viel positive Energie an euch alle.